Es gibt ja Situationen, da darf er sich nicht aufs Sofa legen. Ich bin heute mal eingeschlafen. Vielleicht ziehst du nebenbei gerade einen Porno. Hallo Chris. Wollen wir lieber TeamSpeak nehmen? Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so, dass das nur bei mir so? Nee, das ist nur bei dir so, aber das ist öfter mal bei Leuten so. Und das TeamSpeak geht dann meistens. Jetzt geht's auch wieder. Wir können auch zu TeamSpeak wechseln, mir ist das egal. Nee, ach, lass erstmal hier bleiben. Bei mir ist nur Felix roboterhaft. Tatsächlich. Wenn ihr dann alle drüben seid, dann gehe ich hier wieder raus. Ich gehe jetzt schon raus. Kannst du ja gerne machen. So, achso, ich hab ich denn hier Dünger noch? Was ist denn hier mit dem Inventar los? Hallo Xan. Irgendwas habe ich mit meinem Inventar falsch gemacht. Letztes Mal. Irgendwas habe ich da durcheinander gebracht. Ich weiß nicht was und warum und wieso habe ich das denn? Solche Sachen im Inventar. Und hallo Chris noch. Dich möchte ich auch noch begrüßen. Jetzt, wo du bei mir bist. Stellt das Aufnahmegerät wurde nicht gefunden, bitte was? Dein Aufnahmegerät wurde nicht gefunden? Ah, ich stecke doch manchmal Sachen um. Im TeamSpeak habe ich das letzte Mal auf dem Sofa liegen telefoniert und deswegen handelt er mein Aufnahmegerät gerade nicht, weil ich da ein anderes genommen hatte. Ich bin überall mal. Ich kann nicht rein, ich muss mich schieben. Übrigens wieder LOL, in League of Legends gibt es gerade ein Event, das habe ich vorhin kurz gespielt. Lief schiebst du mich mal runter zu dir? Ach so. Dann kann ich mich das gerade zumachen. Insufficient permissions. Ha, kann ich nicht, aber ich kann nicht einen Talk, geh mal einen Talk-Channel oben. Channel switched. Insufficient user joined your channel. So. Oh ja, ich höre dich doppelt. Sag mal was. Hallo, hallo, hallo? Oh, hä, du hast scheiße leise bei mir in TeamSpeak. Ich friere jetzt ganz normal. Eingegeben. Sag mal was. Also, hallo, ich bin immer noch hier. Und was ist mit dem Einladungscode, Felix? What the fuck? Du hast bei Discord den Einladungscode eingegeben von der Lu. Ey, alter Falter. Ja, und ich habe dir unten drunter die IP geschickt. Ich habe dir vielleicht zwei Sachen geschickt, nicht bloß eine, Felix. Lies doch erstmal zu Ende. Ja, das habe ich ja gesehen, aber... Oh, nicht so laut tippen! Also du klingst bei mir in Discord ganz, ganz furchtbar, aber gut. In Discord? Oh Gott, wie heißt das Zeug? TeamSpeak. Chris! Und Matze, erstmal hier nur Matze und Chris, Dankeschön für den Gifted Sub an Matze. Dankeschön. Du bist verrückt. Also ich klinge schrecklich in TeamSpeak, bei dir nicht sagst du? Schrecklich, aber irgendwie nicht so. Also ich kann mich nicht verbinden mit neuen Schlag-mich-tot-System-Passwort. Felix, lies die Nachricht! Boah, da steht IP-Doppelpunkt, das musst du eingeben! Du bist jedenfalls auch nicht komplett bei mir, wenn du schreist. Ja, weil Felix mich fertig macht, weil er sagt, ich kann mich nicht verbinden mit E9K. Ja, ne, weil ich dachte, IP ist, ne? Ich kann immer noch nicht. Alter, Ben! Du musst eben gerade komplett TeamSpeak leiser machen, weil du unglaublich kratzt. Ja, es tut mir leid, aber ich bin noch nicht ganz da und dann sowas, das macht mich fertig. Ben, das Crybaby, ein bisschen. Habe ich hier irgendeinen Hänger? Das dauert eine Weile, die erste Verbindung, aber eigentlich musst du einfach im IP-Feld zum Verbinden das eingeben, was da steht. Okay, warte. Sag's doch bitte nicht an, wenn es ein öffentlicher TeamSpeak ist. Kann doch gar nicht hier. Achso, bei dir ist er. Genau, aufschlüsseln. Hat das jetzt laut vorgelesen? Ja, natürlich hat das laut vorgelesen. Vani hat doppelt so viele Viewer wie ich. Die Bitch! Oh Mann. Und alle von mir heute drüben. Dann bist du aber der Einzige, der nicht beitreten kann. Ja. Spielst du denn Minecraft? Ah, jetzt muss ich mal irgendwie gucken, ob ich irgendwie anders die IP rauskriege von dem Dingens. Ach, jetzt kommt. Also ich freue mich für Vani, wenn die Zuschauer hat. Das ist doch super. Oh, was ist denn, ey? Nerv nicht. Stardew Valley ist ja auch nicht jedermanns Sache. Wir spielen ja Gott sei Dank. Moment, ich habe eine IP für dich, Felix. Damit du wirklich eine IP... Ach, Moment, nee, ist es nicht. Verdammt. Hab ich nicht. Ja, es läuft heute. Ich bin ja nicht komplett bescheuert. Ich weiß ja, wie man TeamSpeak-Zeug... alles funktioniert. Hat sie so viel Ärger oder ist sie... Du bist irgendwie der Einzige, der nicht connecten kann. Und Lumi, du bist im Dauersenden in TeamSpeak aus irgendeinem Grund. Nur mal so. Das hatte ich mal eingestellt, weil ich so abgehackt war für irgendjemanden. Wo stelle ich denn das wieder Ausnahme raus? In den Einstellungen? Hostenname konnte nicht aufgelöst werden, dann hast du... Was hast du jetzt bei Hostenname eigentlich? Moment, schreib's mir bitte. Oder wir machen mir ein Bild oder sowas. Ich rede mit Felix gerade, sorry. Ja, aber wir machen das ganz unbürokratisch über ein Screen. Das ist gerade runtergefallen auf mich. Ich hab mal von Johann, was das war. Wie ist jetzt ja... Meine Lampe hängt noch. So. Mhm. Anzeigen kann ich den Code ja nie, aber ich habe ihn 1:1 abfotografiert. Was für ein Code? Lumi ist immer noch vegan. Nichts bestellen. Warte. Aber vielen Dank, lieber Chris. Und guten Glückwunsch, Matze. Es ist schön, wenn du mal wieder ein Spiel gewinnst. Ich gewinne momentan gar keins mehr. So. Ja. Hab's dir. Ob wir beide Hunger haben? Ich habe tatsächlich noch nichts zum Abendessen. So, was hast du mir Discord geschickt? So, jetzt müsste ich Push-to-Talk wieder an. Erstmal brauchst du kein Server-Passwort. Zweitens hast du immer noch einen Code da drin stehen, Felix. Der Code ist falsch. Ah, okay. Zum 500. Mal ist es falsch, was du eingetragen hast bei IP. Ja, nee, ist alles... Okay. Ja, es geht halt echt gut los. Ich bin nicht ganz sicher, ob mir das gefällt oder ob ich Angst vor dir habe. Jetzt. Borderlands habe tatsächlich verstanden. Bei uns auf dem Programm. So, du kannst zu uns kommen jetzt einfach. Ja, sehr gut. So. Jetzt sind wir alle im Teamspeak. Finally! Ich hatte echt eine lange Leitung, tut mir leid. Also, ne, die Leitung war ja. Ich Gesprächsleiter. Die war, glaube ich, länger als ich geschlafen habe. Nee, weil. Hä? Nee, du hattest mir den Code vorher von unserem Spiel. Ja, was richtig ist. Und das habe ich nicht mitbekommen. Nicht nochmal, ich habe ihn dir zuerst geschickt sogar, ja, bevor ich Lumi den nochmal reingestellt habe. Und ich habe das nicht aber gesehen und ich habe dann erst Discord wirklich geöffnet, quasi in Anführungsstrichen, wo du die IP rein... Und da habe ich gesagt, das, was hinter IP steht, sollst du eintragen. Also ja, habe ich gemacht. Bin ja nicht zu doof, um die IP einzugeben, ne? Scheiße, Leute, wir haben ja schon Sommer. Ich habe das gerade nicht geschnallt, wir müssen neue Pflanzen. Genau, das ist eine sehr gute Frage, Sonofell. Leute, wie lange spielen wir noch Stardew Valley? Das ist was ich heute klären wollte. Können wir gerne besprechen, wie lange wir das noch machen wollen oder nicht machen wollen. Also Benny hatte vorgeschlagen, bis jeder ein Kind hat. Ja. Die Frage ist, wollen wir das oder wollen wir eher mit dem anderen Projekt loslegen? Ich habe noch Sachen im Inventar, Lumi, die ich dir geben. Ja, meint. Ich kann es auch einfach selber hier raus. Ha, guck mal. Lumi, wie stehst du dazu? Wie lange wolltest du noch spielen? Och, es ist mir eigentlich egal. Also wollte ja ursprünglich noch die Höhle da 100 erreichen. Ich glaube aber nicht mehr, dass wir das noch schaffen. Hey, was zu essen bekommen. Ich Glauben in uns verloren. Ich habe mich an Benny seine eine Quest erinnert. Benny, hast du eigentlich schon dem Bürgermeister 10 Rüben reingelegt? Nö, weil ich nicht weiß, wie es geht. Gut. Du hast das gibt's ja auch noch, stimmt. Du wolltest ja letztens eine Höhlenkarotte reinlegen. Ja, und da hieß es von Lumi auch, das ist genau das Richtige. Nein. Ja. Andere Karotten kenne ich nicht. Ja, eine Karotte ist keine Rübe. Nee, diese Höhlenkarotten. Nein. Andere Rüben kenne ich auch nicht in dem Spiel. Doch schon, was ist das? Ich werde es euch nicht zeigen, aber nahelegen. Ich habe die schon fertig gemacht, aber ich meine, das wäre das. Von mir aus, da wir bald aufhören mit Spielen, kannst du mir jetzt auch spoilern, wenn du es eh weißt, was ich benutzen muss. Lumi, ich wette jetzt mein Auto dagegen. Du musst rote Beete nehmen, da bekommst du Rüben raus. Was? Hast du nachgeguckt oder denkst du das nur? Und da bekommst du Rüben raus. Glaubt mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Höhlenkarotten genommen habe. Oh gut. Vielleicht war es in einem vorherigen Speicherstand oder Game, wie nennt man das? Felix, hast du Hunger? Ist noch die Frage. In meinem Chat. Ich habe noch Hunger, ja. Kann man so sagen. Und ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Angst, weil ich habe ja gesagt, ich habe noch nichts zum Abendbrot gegessen, aber aktuell, ich wollte dazu eigentlich noch einen Nebensatz sagen, aktuell Hunger habe ich noch nicht. Also weil ich habe aktuell Hunger. Ich habe immer so das Problem, wenn ich geschlafen habe, direkt danach essen, ist nie, also ist machbar, doch, geht schon. Aber direkt ein Hungergefühl habe ich nicht danach. Das wollte ich dazu sagen. Kommst du denn auf Amsterdam, Son of Hell? Komm, wir fahren nach Amsterdam. Und dann mal die Frage, wenn wir dann aufhören zu spielen, verkaufen wir dann noch alles, was irgendwo drin ist, um mal zu wissen, wie viel Geld wir dann haben? Nee. Warum? Wir brauchst du nicht mehr. Ich würde das Game einfach so hinterlassen, dass wir es jederzeit wieder spielen könnten. Ja, also wenn wir wirklich langweilig haben sollten. Oh scheiße, ich wollte streamen. Was, du wolltest streamen? Ja. Achso. Das dauert ja ewig, bis wir noch Kinder kriegen. Weiß nicht, bei Felix ging es doch relativ schnell, bis das Kind kam. Weiß nicht, hier tatsächlich. Hallo Lucky Lucker. Mein Kind ist übrigens schon außerhalb des Bettes. Und vielleicht dann danach nochmal Stardew Valley. Können das auch so machen. Gerade langweilt es mich irgendwie so ein bisschen. Ich würde mal sagen, das Wichtigste ist, dass wir eigentlich alle Spaß haben. Von daher, wir können doch alle, wenn wir eh Trine haben, heute mit Trine spontan anfangen. Lustige Themen und so weiter. Wir haben ja schon fast alle abgehakt. Ich habe keine sexuellen Themen mehr, wir haben alle geredet. Ja, weil es gibt doch nur das Thema Sex, das stimmt, Lumi, das ist... Lumi, was hast du für Sexspielzeuge daheim? Okay, vielleicht haben wir doch noch nicht alle Themen abgehakt, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich über alle Themen reden möchte, aber... Wie war denn dein erstes Mal, also, so, Lumi? Von mir aus können wir nächste Woche mit Trine anfangen. Was? Was haltet ihr davon, wenn wir nächste Woche einfach mit Trine anfangen? Können wir gerne mal. Okay. Ich hab nächste Woche Trine 2 und dann irgendwann mal Borderlands. Das war ja auch noch eine Idee. Ja, Trine nach Borderlands nach Trine so rum. Ja. Jetzt habe ich bestellt für dich, Ben. Ach, Chris, du bist verrückt, Mann. Für alle, die übrigens in Borderlands vielleicht auch noch spielen wollen oder noch ihre Sammlung vervollständigen wollen, die Handsome Collection ist aktuell ein sehr gutes Angebot. Irgendwie 80-70% reduziert, irgendwie 14 Euro für alles von Borderlands, das bisher erschienen ist. Also aber Benni, alles, ja, ich habe letztens bei G2A, wo du ja auch, glaube ich, einen Code her hattest, habe ich letztens was geholt gehabt und auf einmal hatte ich eine Subscription für G2A, da müsst ihr fies aufpassen. Ich habe dann... Ja, das liegt daran, weil die ein bisschen Sachen mit nebenbei verkaufen und G2A ein ganz schöner Misthaufen ist, tatsächlich. Mhm. Ja, und ich habe dann heute gesehen, dass es auf einmal eine Subscription für 2,50 Euro gab. Das ist irgendwie die Versicherung, ja. Angeklickt hatte. Doch, die ist automatisch ausgewählt. Die musste extra abklicken. Ja, da habe ich anscheinend nicht drauf geachtet, aber ich finde es trotzdem ganz schön. Da achtest du doch nicht drauf. Dann willst du eigentlich was anderes kaufen und kriegst das mit in den Arsch geschoben quasi. Moment mal, Chris, dass mir jetzt noch was gewispert. Muss ich das machen? Oder ist das einfach nur für meine Informationen? Also Festival in Amsterdam klingt sau cool, wollte ich mal ganz kurz bei mir noch anmerken. Amsterdam Festival, das ist doch bestimmt Tomorrowland. Nee, es ist, warte, ich habe es irgendwo gelesen. Irgendwas mit, ist es auch nicht die Q-Base, ist es auch irgendwas mit Q gewesen. Wenn es nicht die Q-Base ist, was sonst? Das ist jedenfalls hier nach oben rutscht. Ach nee, Amsterdam, da gibt es noch, und zwar in, die Qapital, ja. Qapital, das ist von Q-Dance. Alles, was mit Q beginnt, ist von Q-Dance. Das ist ziemlich geil, das Zeug. Ich wollte Q-Base. Was ist scheiße. Es ist 2! Ja, ich war am Schlafen. Ich bin eingeschlafen auf dem Hof. Ja, das habe ich jetzt genug gemacht, deswegen habe ich mir gedacht, ich schlafe mal lieber im Bett. Lumida hat den Erfolg, das große Leben erhalten. Oh ja, ich hab's übersehen. Die Erweiterung für das große Haus hat sie jetzt gekriegt. Das Veganes ist halt schwierig. Eigentlich geht tatsächlich nur was vom Chinesen oder sowas. Das würde tatsächlich gehen. Also, es gibt doch auch vegane Pizzen. Egal. Ja, aber vegane Pizzen kriegst du hier dagegen nicht oder bestellst halt ohne Käse, aber dann ist manchmal Quark im Teig, das ist irgendwie... Außerdem ist das Murk. Quark im Teig? In der Pizza? Tatsächlich macht man den Pizzateig häufig mit Quark. Dann wird er immer fluffiger. Ja, glaub's mir. Das nachgeschlagen. Aber, ich weiß nicht, Felix liest das wahrscheinlich nicht, Chris, aber zu dir ist auch was unterwegs, Felix. Achso, ist auch was für mich unterwegs. Das ist sehr, sehr lieb, Kira. Kira, ja, Kira. Heute ist echt so und keine Hake dabei. Nicht meine Katze. Also wenn du was vom Chinesen findest, was, keine Ahnung, mit Tofu oder irgendwie sowas, dann würde ich mich tatsächlich freuen. Aber wenn nicht, bin ich da auch nicht böse drüber oder, keine Ahnung, traurig oder... Was kann man denn da sein? Da ist die Hacke. Deprimiert? Enttäuscht? Deprimiert. Ich weine nicht, wenn ich nichts zu essen bekomme. Food safe. Du weinst nicht, nachher auch was kochen. Wir müssen unbedingt Lumis Lebensmittelzufuhr komplett einstellen. Damit ich weine? Ja. Nein, du weinst ja nicht, wenn du nichts zu essen kriegst. Na, wenn ich jetzt heute nichts Bestelltes bekomme... Du hast nicht von heute geredet, ja? Du hast absolut gesagt. Also absolut. Wenn ich gar nichts mehr zu essen kriege, dann werde ich nicht mehr heulen, dann sterbe ich halt einfach. So, ist das das, was ihr wollt? Nö, das nicht. Nö, aber da Hinsichten reicht. Nee, das auch nicht. Das finde ich fies. So ab und zu eine Scheibe Brot und ein bisschen Wasser, das reicht doch irgendwie, oder? Es ging um Trine. 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 Also nicht versuchen. Mach ruhig. Ich bin jetzt erstmal so. Aus und kein Dota und so. Aus und kein Dota. Irgendjemand im Wechshaus gewesen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, ich gestern. Nice. Genau, keine tierischen Produkte. Also kein Käse, keine Eier, kein Fleisch, keine Milch, keine Sahne. What? Warum? Vegan halt. In der Fastenzeit doch immer vegan essen. Wann die Fastenzeit ist, ey. Fasching bis Ostern. Ich glaube, es gibt auch einen Inder bei uns, der versendet Rick, aber der ist schon... Für die Zukunft, Felix. Mm. Was? Fasching bis Ostern ist Fastenzeit, oder? Genau, Fasching bis Ostern. Ach, 40 also, Tage ziemlich also genau. Also Fasching bis Reifenwechsel. Wenn du Ostern immer die Reifen wechselst, egal was passiert ist, dann ja. Ja, von O bis O werden die Reifen gewechselt. Ich glaube, die Chinesen... Es ist halt nur eine Daumenregel, aber du machst es halt fest wie ein Gesetz. Von O bis O, weil Ostern ja jedes Jahr anders liegt. Da wechselst du doch zum Teil im Februar schon Reifen. Ist halt... Übrigens, Felix, es gibt Hasenpfoten im Tierebehälter. Ach ja, du hast ja noch keine. Stimmt ja. Haben die euch aufgehoben? Ja, ich hab's wohl aufgehoben. Ich hol jetzt mal rote Bäder. Haben wir das eigentlich in der... Auf der Q-Base war im Chat auf Twitch. Was? Der Felix, oder? Ja, ich war auf zahlreichen Q-Dance-Events. Also Q-Base war ich zweimal. Was gab's noch? Die Climax war ich mindestens 6-mal, aber alles kostenlos. No? Da wollte ich schon immer mal hin und ich hab's nie geschafft. Der Felix war halt Betreuer für den Reise-TV. Wenn ich euch was empfehlen darf, bucht auf jeden Fall das VIP-Ticket bei der Climax zum Beispiel, weil in dem Stadion, wo das Dach oben zugemacht wird und Rasen rausgefahren wird, werden bis zum Abend nach 8 Stunden werden so gefühlte 40 Grad. Da kommt man nicht mehr raus oder was? Du kommst zwar, ne, du kannst zwar in so eine Art Vorraum, wo du rochen kannst zum Beispiel, also das ist der Treppenaufgang, aber wenn du richtig rausgehst, bist du draußen. Dann kommst du nicht mehr rein. Was ist das für ein Scheiß? Gibt doch keinen Stempel, ne? Weil du vorher noch durch einen Locker-Room hast, also durch die Räume, wo die... Na? Na? Locker-Room. Die Umkleide ist Locker-Raum. Ja, genau. Also wo die Meat-Saves quasi stehen. Da bin ich jetzt mal gespannt, Chris. Also, danke. Also wenn ihr Tipps wollt, müsst ihr... Hier wird verraten, was bestellt wurde? Er hat gesagt, er hat was gefunden. Ach so. Ich bin jetzt ein bisschen ängstlich, aber ich freue mich auch. Also, wenn ihr Tipps wollt, müsst ihr mich mal irgendwann abfangen, wenn ich gerade nicht mit Benny und Lumi spiele, weil dann bin ich etwas Brain AFK, weil ich mich auf 1 konzentrieren muss. So, du kannst doch trotzdem erzählen. Machst du doch gerade. Läuft doch gut. Ja, wir müssen ja nicht immer über mein Sexspielzeug reden, wir können ja auch mal über solche Dinge sprechen. Wenn ihr Sex auf der Q-Dance, wie wär's denn damit? Holt euch, also hattet ihr schon mal Sex auf einem Festival? Ich hab ein Zwergengerät aus einer Geode bekommen. Entschuldigung. Ich mal was wissen, Mann. Wer wollte denn jetzt was über Q-Dance-Events wissen? Kannst du dann übersetzen, wenn er in den Chat schreibt, fährst du alleine? Oder also fährst du mit Auto oder willst du da hinfahren? Felix, du hast doch 2 Bildschirme, mach doch einfach den Chat auf. Stimmt, aber dann würde es bei mir wieder stocken wieder. Wenn du einen Chat aufmachst? Du popst den Chat aus und dann machst du mich wieder zu. Okay, na dann, warte. Uno momento. Okay, danke. Please hold the line. Ich vertraue dir mal. Ihr habt ja, glaube ich, ein Problem im Inventar. Was jetzt bei Twitch oder was? Ja, kannst bei Twitch unten, rechts unten kannst du auf das Zahnrädchen gehen und dann auf Pop-Out-Chat klicken. Hm. Na, dann gehe ich mal kurz bei Lumi rein und dann sehe ich ja den Chat live, oder? Please hold the line. Das Chinesische müsste, wie gesagt, eigentlich meistens gehen. So die ganz Standard-Pizza-Dinger ist schwierig. Ja, ist schon, ne, deswegen habe ich auch gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich in der Zeit nichts zu essen von dir bekomme, Chris. So, die auch nicht so oft essen momentan. Also ich bin anscheinend wieder zu... Ach ne, hier ist es. Zahnrad unten drunter. Ich sagte, Wood, ich war auf der... Kannst du es lesen? Bist du schon da? Nee, wahrscheinlich nicht. Entweder schreibst du mal oder du liest es vor. Er sagt, Wood, ich war auf Q-Base, bin gefahren mit dem Auto, wollte nur wissen, wieso du kostenlos auf die Festivals kannst. Ich konnte kostenlos auf die Festivals, da ich Busbegleiter bei feierreisen.de war. Wenn du mir sagst ungefähr, wo du, in welchem Bundesland du abfährst, kann ich sagen, welcher Veranstalter für dich zuständig wäre, dann könntest du dort als Busbegleiter vermutlich anfangen. Also noch besser ist, wenn du im Osten des Landes wohnst, dann wirst du auf jeden Fall Busbegleiter, weil die suchen dort eigentlich meistens immer Leute, die... Meistens immer. Meistens immer. Ich habe extra nichts gesagt, du Pedant. Die Leute was halt machst du denn als Busbegleiter? Die Leute begleiten, die dahin wollen. Ja, ach ja. Nie, aber ich meine, was ist denn so deine Aufgabe? Du musst vorher die Tickets ausdrucken alle, also du kriegst die Tickets zugesandt, musst sie dann vorher ausdrucken. Das sind circa in Realgeld 3.000 €, die du mit dir rumschleppst. Ach du Scheiße. Dann musst du, dann fährt der Bus ja vom Osten aus, zum Beispiel, also von Dresden zum Beispiel, fährt er über zum Beispiel Leipzig, Paderborn, Kassel, Köln. Und dann musst du halt immer die Leute abkreuzen, die dann in den Bus steigen. Gegebenenfalls musst du noch warten auf andere Leute, die sich verspäten. Ema ist sogar eine Mutter von einem Typen hinterhergefahren im Bus, weil er seine Geldbörse vergessen hatte. Ach du Schande. Dann musst du du musst Alkohol einkaufen. Da gibt's meist so eine, wie sagt man das? So eine Richtlinie, 2 Jägermeister, 2 Wodka oder so und den billigsten, den es halt gibt, weil du kriegst bis zu 30 € dann von dem Unternehmen erstattet. Gibt übrigens wieder Eis. 40. Was gibt's? Eis in-game. Ach so, Eis. Weil es Sommer ist. Mhm. Ja, und dann musst du halt aufpassen, dass halt später wieder, also wenn alle aus dem Bus aussteigen, dass der Bus sauber ist. Und wenn du halt wieder im Bus einsteigst, dann nach dem Festival musst du aufpassen, dass du wirklich jeden mitnimmst, dass du keinen vergisst in Holland. Das wäre scheiße. Was passiert, wenn du wenn einer einfach nicht beikommt? Wenn einer einfach nicht beikommt, dann warten wir eine gewisse Zeit noch. Dann kannst du den Unternehmer, der die ganze Zeit auch wach ist nebenbei noch, kannst du anrufen. Also solltest du ein bisschen Datenvolumen und Geld auf dem Handy haben. Mhm. Und dann musst du den halt anrufen und sagen, hier, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde auf den Typen gewartet, der Busfahrer hat seine Lenkzeiten, wir müssen jetzt los. Und dann sagt er, okay, los. Und wenn der dann halt zu spät kommt, dann muss er mit dem Taxi auf eigene Kosten heben. Das ist dann seine Schuld. Okay, krass. Ja, weil du hast, nach dem Festival ist wenn das Festival vorbei ist, dann dauert es, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, bis alle am Bus sind. Mhm. Und das sind dort ungefähr so 250 Busse, also du findest deinen eigentlich relativ schnell. Also ich als Busbegleiter hab den immer sehr schnell gefunden, weil ich hatte die Nummer vom Busfahrer. Klingt aber nach einer easy Arbeit, echt. Das habe ich schon schlimmer gemacht. Du bist halt, wir sind von Dresden nach Arnhem. Das ist eine holländische Stadt. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, schlaf gut und träum was Schönes, ohne rum. Sind wir 11 bis 10 Stunden gefahren, danach sind noch 8 Stunden Festival und danach musst du noch alle einsammeln, also da hast du mal summarum irgendwas um die fast 24 Stunden, wo du auf 60 Kinder aufpassen musst und die verhalten sich wirklich so. Ja gut, okay, das ist klar. Also und danach sagst du dem Busfahrer einfach bloß noch, wenn es hingeht, ich lege mich jetzt schlafen, ne, weil ich muss ja auch mal ein bisschen schlafen. Mhm. Und sagst dann bloß mal, wenn du da bist, sagt die Stadt übers Mikrofon aus, alle die aussteigen, steigen aus, wer weiterfährt, hat Pech gehabt. Achso, da bist du dann nicht mehr verantwortlich? Dass da bin ich nicht mehr verantwortlich. Nö, okay. Also, ja. Und ansonsten hatte ich auch noch solche lustigen Themen wie auf Toilette gehen im Bus. Ich habe zu den Männern meist gesagt, ihr wisst, wie viel ihr schafft, ihr wisst, wie viel in die Blase geht. Bei den Weibern, ja, die können aufs Klo gehen, aber bitte nur pissen, weil das Scheißhaus wollen wir jetzt nicht komplett voll machen mit Kacke, weil das riecht dann nur. Du hast eine Wortwahl drauf, das ist ja, ne? Wahnsinn. Dann können sie auch nett ausdrücken, aber nein, Scheißhaus und Pischen! Ich habe heute zu einem Kollegen gesagt, der mein Senior Operator ist, ich muss eben mal austreten, hat er gesagt, nenn's doch einfach Kacken. Alter, Falter. Oh shit, das wollte ich nicht. Weißt du, was Warforged ist? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Nee. Okay. Das hat klingt eigentlich ein Spiel. Easily First geschrieben. Ist das der mit dem Q-Base? Bitte was? Ist Easily First der mit dem Q-Base? Nein. Oder mit dem Q-Dance? Nein, weil der gerade das in der Chat geschrieben hat. Der Son of Hell, und Lumi kann es nicht aussprechen, der Q-Base. Genau. Was, Boon of Hell oder Son of Hell? Son of Hell. Also Lumi kann nur nicht reden. Das ist ein Insider, ja? Das ist Sohn der Hölle. Ja, nur mit Doppel-N. Ah, deswegen das Sono-Fail. Was ist denn los? Das ist ja trotzdem kein Sono-Fail, das ist mit Doppel-N nicht. Es ist eben ein Sono-Fail. Ein Sono-Fail. Aber ich musste mal das Fell lang ziehen. Ein Sono-Fail. Ein Sono-Fail. Egal, Lucky Lucker, ja, danach wollte ich noch eine Runde Dota spielen. Audit scheiß mir jetzt. Dauert aber noch mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar zwei. Wir machen heute länger, ne? Ja, wahrscheinlich. Wir haben ja komplett zu spät angefangen heute. Ja. Und ich kann das auch halten, da ich ja von früh auf Spätschicht switche. Muss ich jetzt, wie viel Uhr muss ich im Bett sein, damit ich noch 6 haben kann? Weiß ich nicht. Oh, ich habe einen neuen Rekord für einen Waldspringen aufgestellt. Ihr habt doch schon, nee, wir hatten ein Baby. Liebe Damen, bitte nicht defekieren während der Busfahrt. An die Herren der Schöpfung hoffe ich nur, dass es ihre was? Dass alle Heere Blase sind. Okay, das würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das ein Hauptberuf ist, sondern nur für das Ticket. Felix. Das ist nur für das Ticket. Also das ist kein Hauptberuf. Du kriegst ja auch nicht wirklich Geld, oder? Kein dafür? Geld. Du kriegst ja nur eine Aufwandsentschädigung quasi in Form von einem Ticket. Du kriegst doch keine Aufwandsentschädigung, ja. Aber zum Beispiel bei den Open-Air-Festivals lohnt dieses VIP-Ticket überhaupt nicht, weil du hast eine Tribüne, toll, aber du gehst auf... Felix, hör doch mal auf, dein Rauchen zu gehen oder weiterzureden. Was soll das? Ja, ich bin überhaupt auf... Bleib doch einfach mal, verdammt nochmal, wenn du mit uns streamst, vorm Rechner sitzen. Das kriegst du doch hin, 2 Stunden. Melde dich ab, ich gehe doch auch hin und wieder weg und sage, ich will mir was zu trinken. Aber dann nehme ich das Headset halt nicht mit. Das ist er eingeschnappt. Nö, er ist aber nur still, weil das so richtig ist jetzt. Gelernt. Und drauf an, was man raucht, nee. Also wenn es für die Lunge ist, dann ist es nicht egal, was du rauchst. Also der ist schon wichtig, was du rauchst. Vielleicht muss man 22 Uhr pennen gehen oder so schon, damit man da Kinder kriegen kann. Weiß ich nicht. Dann ist es jetzt zu spät. Also ich bin schon im Bett. Aber ja, du kriegst keine... Ja, ich war gerade rauchen, sorry. Deswegen war ich jetzt so kurz mute, weil ich dann mein Mikro hochgestellt habe, nachdem Benny wieder gesagt hat, ich soll mich muten. Ja, das Problem ist, dass es halt super abgehackt ist dann. Ist okay. Oh, ich bin langsam wieder munter. Aber du kriegst halt nur die Aufwandsentschädigung in Form des Tickets. Wenn du mit Feierreisen fährst, sind das von Dresden aus mit VIP-Ticket 170 €. Das lohnt sich. Wenn du näher an Holland wohnst, zum Beispiel im Ruhrgebiet, dann lohnt sich's nicht wirklich, würde ich sagen. Hast du dich dann dort mit Freunden getroffen oder wie hast du es gemacht? Wir sind von Dresden aus mit Freunden, also ich bin mit Freunden gefahren, ja. Also es gab einen einen Shuttle Commander nennt sich das, und der wollte seine Arbeit abgeben, hat gesagt, hier, du bist kommunikativ, du kannst das machen, und da habe ich mich bei dem Unternehmer halt vorgestellt